Self-Pity. Bodhidharma once said to me, why suffer? Suffering does not change anything. After thinking about it for a little while, I came to the conclusion that the most ridiculous kind of suffering is the kind that originates from self-pity. Yo, Digga. Warum leiden? Leiden in sich ändert rein gar nichts. Self-pity. Nachdem ich eine Weile darüber kam ich zu der Schlussfolgerung, dass es wohl das Selbstmitleid ist, das einem am meisten die Sicht vernebelt. Mein vajrayanischer Lehrmeister hat mich mal gefragt, Shandi, wie viele 25 Jahre hast du einem Menschen... Fallen Sie niemals darauf rein, dass der Mensch, die Horde Mensch, in der Lage ist, aus der Geschichte zu lernen. Die Geschichte lehrt uns etwas anderes. Nur einzelnen Individuen kann es gelingen. Stellen Sie sich vor, wie Sie am Strand sitzen mit Ihren Freunden bei vielen kleinen Witzen. Dann sagt Ihnen das vor. Fallen Sie niemals darauf rein, dass der Mensch, die Horde Mensch, in der Lage ist, aus der Geschichte zu lernen. Die Geschichte lehrt uns etwas anderes. Nur einzelnen Individuen kann es gelingen. Stellen Sie sich das vor, sich den Kopf zerbrechen, nachdenken, sich unter Bäumen schatten, ein Wein einschenken. Stellen Sie sich vor, wie Sie am Strand sitzen mit Ihren Freunden bei vielen kleinen Witzen. Dann sagt jemand das nun gleich folgende und Sie merken bloß, wie alle anschwitzen, sich den Kopf zerbrechen, nachdenken, sich unter Bäumen schatten. All of a sudden, plötzlich stellen Sie sich das vor. Akzeptieren, dass es okay ist, sie zu haben. Wenn wir
wir also Angst haben, üben wir uns lediglich in Furchtlosigkeit. Im Übrigen ist es ja eh so, dass, wenn die anderen denken, dass wir niedergeschlagen sind, wir lediglich Anlauf holen. Also meine lieben Damen und Herren, wir haben keine Angst, wir üben uns lediglich in Furchtlosigkeit. Bodhidharma once said to me, "Why suffer? Suffering doesn't change anything."